Leute, wie angedroht, geht's direkt weiter mit mir, Ralfinger LP, Gas Gasslers, nächster Part im Tournament, zweite Rennen. Gott, war das wieder knapp in der letzten Runde. Ich musste nochmal das Spiel wiederholen, weil ich brauche ja wenigstens Punkte, wenn ich das Ziel fahre. Ja? Ohne Punkte, wozu brauche ich dann ein Tournament fahren? Das kostet mich auch noch $5,000. Gut, Geld habe ich gerade genug, aber bringt mir nichts. Auf geht's. Verdammt, ist extrem, extrem. Da haben sie sich echt eine schöne Schwierigkeitsstufe für mich ausgedacht. Die gefällt mir. Alles andere drunter war einfach so nicht der Hit. Muss man schlichtweg sagen. Da haben wir wirklich schon eine ganz andere Rennen gefahren. Oh Gott, jetzt fahre ich voll gegen die Wand. Nein, ich dachte schon nicht. Das ist ja... war ein bisschen Brainfuck gerade. Ich dachte schon, das war's hier, wenn ich hier unterwegs bin. Soll ich ja jetzt schon auf dem ersten Platz fahren? Ja, weniger, ne? Weil da vorne wird gleich ordentlich weggeballert. Und dann stehe ich halt gleich da. Kriegen erstmal die Raketen der anderen zu spüren. Aber gut, wenn man... Ach, wer sagt's denn? War ja. Nö, hab ich nicht gewusst. Und jetzt fahre ich auch noch gegen den... Oh! Oh. Durch leichte Hustenanfälle hier. Ich bin gerade... Das passiert mir selten, aber ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos, was da gerade passiert ist. Was war das denn? Das ist von meiner Motorhaube, ey. Ich kann da keiner brauchen. Jetzt legen wir sie ein bisschen ein. Dann müssen wir durch. So, wir holen mal wieder von hinten auf, weil vorne fahren, wie ihr gerade gesehen habt, ist nicht so meins. Das will ich auch da vorne. Macht ja keinen Sinn, vorne mitzufahren. Brauchen wir erst am Ende den ersten Platz. Ist ja nicht so, dass sie da vorne mal 18 Sekunden Vorsprung haben in der letzten Runde oder so. Kann mir Zeit lassen, wenn ich Ralf raus, wenn ich ihm Gas geben oder vorne mir mal jemand anzugreifen hier mit der Waffe, wenn du mal einen sehen würdest. Na gut, wo kam der denn her? Der wird mich aber gleich wahrscheinlich richtig vernaschen von hinten. Bis jetzt ist noch recht ruhig. Wo ist er denn? Ah, ja, meldet sich mal zu Wort. Alles klar. Dachte schon, der kommt gar nichts mehr. Ah, okay, ich kann aber auch mal ein paar Raketen abschießen. Ja, hab sogar einen richtig schön getroffen. Und hier fehlt mir dann immer ein bisschen der Boost, um aus der Kurve schön rauszukommen. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Noch dritter Platz. Ja, richtig schön in die Bande gerast. Das kenne ich ja nur, Leute. Das kenne ich hier mehr. Da bin ich ein bisschen sarkastisch gewesen und ein bisschen auf das auslachen. Ja, jetzt werden wir auch mit 6 schießen. Dann nein, aber nicht. Wow, die hat mich aber auch ganz schön ausgehebelt hier. Das war... gerade, da war nichts mehr mit irgendwie gerade fahren. Ja, sorry, ne? Da muss ich gleich mit der Rakete hinterher jagen. Da habe ich aber gleich schon kein Mitleid mehr. Weil die sind auch so rabiat, die Jungs. Die kennen auch echt nichts mehr. Das ist scheißegal da. Okay, rechts. Das Kit wieder mitnehmen hier. Bisschen Energie. So, wo sind wir denn? Dritter. Okay, mit dem dritten Platz kommen wir schon mal besser zurecht als mit allen anderen. Da sind wir schon gerade von den Punkten. Zweiter Platz, okay. Ist jetzt irgendwie leichter geworden in der Zwischenzeit? Ich glaube es nicht. Landmine Bonus. Das war mein Geschmack. Okay, dritte von vier Runden. Landmine Bonus, alles klar. Doppel Damage. Das heißt, wenn der erste jetzt von mir irgendwo auftaucht, was ich nur schwer hoffe, wenn ich hier jetzt nicht total die Spur vergeige. Wie viel Landmine habe ich denn gelegt, ich sag mal. Der kommt aber gleich an mir vorbeigeschossen, seht ihr es? Und der kriegt aber gleich an der richtig drauf, ne? Voll überlegen sollen, wenn du nicht angehst. Gut, der erste ist irgendwie außer Sichtweite. Wo ist er denn? 5 Sekunden der Vorsprung ist 6. Na, das ist auch noch machbar, wenn ich jetzt gleich eine Rakete zecke. Das sollte doch noch machbar sein. Der wird wahrscheinlich gleich in den anderen Sack gehen, der andere, der hier mit mir fährt. Weil der irgendwie voll mies in die Seite reinfährt und mich abbringt und ich hier dann nicht mehr um die Kurve komme. Aber ich bin gegangen. Ich muss mal irgendwas legen, da. Ja, sag ich ja, mies in die Seite fahren. Das war ja wieder klar. Nein, oh, jetzt bin ich bei einer Rakete mit selbst in Gefahr gebracht. Jetzt bin ich wieder dritter. Ich brauche auf jeden Fall Boost. Und jetzt wird gleich wieder einer, der mich berührt. Ich brauche eine Waffe, die nach hinten schießt. Ich kann nicht mehr warten, dass sie mich überholen und dann ist auf die Wanne. Pack die Schwungflügel, würde ich sagen. Das ist echt die Baumstämme hier, meine Kollegen. In der letzten Runde war eine Baumstämme gelegen, da bin ich einfach mal durchgeflippt. Wow. Ja, wir holen mich, komm. Wir holen mich. Wie, der hat die Rakete einfach mal so gefressen.
stillschweigend fahre ich hier meine Runde. Komm, mehr Drift. Nice. Ah. Okay. Schön getroffen. Ordentlich eins mit auf die Reise gegeben, hier würde ich sagen. Zweiter Platz ist der Jedi Freak immer noch erster. Ich glaube, der war auch schon vorhin erster. Also auch wenn ich jetzt hier den zweiten Platz halten kann, wird uns wahrscheinlich Töne nichts bringen. Wenn der wirklich so echt so hart war, ist der Typ. Oh, und oh, ich dachte schon, ich habe mal hier grandios die Bande von der Skin raus ausgekommen. Wie, warte mal, Cherry, wer ist erster? Das ist ja gar nicht so ein Jedi-Typ. Sehe ich gerade. Ah, das könnte ja dann für mich doch noch irgendwie ganz gut ausgehen. Ah, Nebel, Nebel, Nebel. Komm, Nebel, Nebel. Oh nein, du musst doch die Rakete fressen, wenn du mir vorbeifährst. Arschgesicht. Mann, 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 wo krieg ich denn jetzt hier noch Puste? Gar nicht. Hier da vorne treffe ich auch nicht mehr mit meinen Raketen. Scheiße, das war's, ey. Der hat ja gerade den zweiten Platz geschnappt, dieser Sack. Oh. Egal. Ein Punkt haben wir mitgenommen. Ein Punkt. Jetzt haben wir schon mal drei Punkte. Ist mir jetzt völlig egal. Damit machen wir jetzt weiter. Okay, welcher Platz bin ich? Dritter. Cherry Attrick hat also drei Punkte gekriegt. Das heißt, der darf, oh Gott, wenn der Zweiter wird im nächsten Rennen und ich Erster, dann haben wir gleiche Punktzahl. Werden wir dann beide Erster? Warte mal, welches Zweiter? Er hier mit drei Punkten, ich bin Dritter mit... Ja, warte mal, mit drei Punkten, was ist das für eine Scheiße? Warte mal, hier, Rankless Zweiter, und überhaupt bin ich Dritter mit der gleichen Punktzahl? Gott, bist du unfair, Spiel, ey. Und jetzt kommt ja sowieso der Oberhammer, Knockout. Einfach mal Knockout, das heißt, da gibt's ja dann gar nichts mehr. Ich bin ja mal gespannt, wie dieses Tournament ausgeht. Das ist auf jeden Fall... Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe immer noch ganz schwer, dass wir hier irgendwie was reißen. Ich glaube, ich muss hier einfach alle wegballern, oder? Eine andere Möglichkeit habe ich ja gar nicht. Einfach einmal alle wegschießen. Also mal ein bisschen aufs Ranking scheißen und diesen Typen, der jetzt Erster ist und die anderen, ich weiß nicht, ob ich in-game das Ranking angucken kann, aber eigentlich muss ich die nur alle wegbratzen, ne? Einfach hier so klatsch, weg, tot, aus den Punkten. Gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit? Ich glaube ja, man kann auch 7 Runden zu Ende fahren und dann gewinnt man dieses Knockout Race. Ich glaube aber bei diesem Schwierigkeitsgrad, den wir hier gerade fahren, da glaube ich da nicht so richtig dran, ne? Ich glaube, vor 2 Folgen bin ich sowieso bei einem ganz normalen Gun Race, also wo man sich nur abballert, wo man auch eine kürzere Rundenzahl zu fahren hat, bin ich einfach mal weggeballert worden. Ja? Puh. Schauen wir mal, sagte Ralf. Jedi Knight ist natürlich Erster, war ja klar. Auf welchem Platz sollte er sonst stehen? So, warte mal, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Boost hier. Jetzt fahren wir ein bisschen unorthodox. Weil Knockout Race, ich will einfach mal gut vorbereitet sein. Das heißt, ich will ein bisschen Boost haben und ich warte, bis die von mir alle in der Gunning Zone sind. Dass ich einfach mal von hinten draufballern kann, weil meine Raketen auf dieser Strecke haben auch eine wahnsinnige Reichweite. Da sollte ich doch ein bisschen. Gut, ich sollte natürlich auch nicht so weit wegfahren, wie ich gerade merke, ja. Sonst verliere ich den Anschluss und sehe keinen mehr, auf den ich meine Raketen schießen kann. Deswegen boosten wir jetzt mal ein bisschen weiter vor. So, und die erste Rakete, okay, bleibe ich jetzt hier. Aber das war das meine Rakete, ich weiß es nicht. Okay, egal. Wie viel Rundfahrt denn? 7, alles klar. Boost habe ich gerade keinen, das ist schlecht. Weil ich sollte mal, wenn da Raketen geflogen kommen, irgendwo auf die Schnelle mal mich auch drücken können. Weil vor diesen Raketen hatte ich heiden Respekt, weil die mich A vollkommen aus dem Rennen bringen und daher hier. Okay, der Boden schon wahrscheinlich gar nicht mehr getroffen hat. Komm jetzt! Nein. Haben wir ihm doch nochmal eine mitgegeben. Gut, die Kurve ist ein bisschen zu steil, dass ich den mal hier gesehen habe. Ah, ne, ja, doch nicht. So, welcher Platz sind wir denn? Dritter, okay. Wir sind auch alle im Rennen, so wie es aussieht. Ich habe jetzt noch keinen eliminated. Und mich hat auch noch keiner eliminated. Das sind nur schon mal 2 gute Punkte, außer zu so ein Race hier. Aber da hinten geht nochmal mächtig auf die Nerven. Ah, ich glaube, dass wir das auch überholen. Wenn es mir einen optimalen Punkt gibt, wo ich sagen kann, okay,
Das muss jetzt rechts liegen, wir sagen gerade. Okay, und. Ach, schade. Aber zum Glück, schade nie. Habe ich den getroffen? Nein, klar. Das wäre Zucker gewesen. So, um die Kurve rumzuballern. Ah, Raki. Tschüss hier. Weg hier, weil. Gib mal ein bisschen Stoff. Und schau, dass du mit den Raketen wegkommst. Und machen eigentlich sowas von geil. Juhu. Komm schon, jetzt haben wir alle Raketen hier. Mann. Kann ich auch die Raketen gleichzeitig erfeuern? Warum machen wir jetzt von mir? Hat der schon ein Upgrade gekauft oder so? Wer hat das gemacht? Na gut, der war zu erwischt. Soll mir egal sein. Boah, alle Raketen hier. Alle haben sie Raketen im Start. Ja, der kriegt meine Rakete ins Heck geschossen. Gut, ich habe schon einige getroffen. Einer ist schon eliminated. Ich bin zweiter. Der erste ist natürlich der Cheddar-Fucker. Den muss ich jetzt leider so nennen, was Sympathischeres fällt mir gerade leider nicht für ihn ein. Und ich glaube, ich bin gerade recht allein hier. Also die hinter mir machen sich gerade nicht fertig, der vor mir fällt einfach seine Runden. Und hofft drauf, dass ihm keiner mehr in die Quere kommt. Wobei er da nicht mit ihm gerechnet hat, würde ich sagen. Ah ja, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das hatte ich nicht geplant, dass meine Runde kommt. Ja, so mal elegant aus dem Rennen geboxt, würde ich sagen. So, jetzt boosten wir uns mal hier einen Wolf. Ein Roadkill-Bonus hat gekriegt, das hat er mir gekillt. Bitte, was war denn auf der Straße gewesen? Gegen sag ich schon, Roadkill. Okay. Sind wieder irgendwelche Viecher, die durch die Gegend hampeln? Wow! Ich habe die Strecke verlassen, weil es nicht so geplant ist, wir leben aber auf jeden Fall durch die Gegend. Wo ist denn der erste hier? 6 Sekunden hinter mir, vor mir hinter mir. Also, das ist der erste hinter mir. Da boosten wir mal noch ein bisschen. Smoke-Bonus und schau, dass wir jetzt mal unbedingt hier rumkommen. Ja, die Kurbel brauche ich jetzt nicht driften. Und die hier muss ich da driften. Ich glaube auch nicht, dass ich aufpassen muss, dass ich gegen die Wand fahre. Gut, das haben wir hingekriegt, gegen die Wand zu fahren. Dritte von 7. Wir sind noch 2 Leute, also wir sind 2 Leute weniger. Ich bin immer 6 Sekunden hinter dem. Verdammte Scheiße, fährt der Auto in der Wand. Also voll Maniac-mäßig unterwegs, oder? Oder hat die ganze Zeit nur Nitro-Boost? Na gut, der sammelt natürlich auch alles ein, was da ist, ne? Der sammelt natürlich auch alles ein, was da ist. Und ich sammle hier ein bisschen Minen, die ich für meine Nachkommenschaft verteile. Aber ich glaube, jetzt überholt mich wieder gleich einer. Pass auf, hier ist die typische Stelle. Der kriegt aber natürlich auch immer die Rakete davon. Ja, haben wir schon so ausgemacht vorher. Und hier kriege ich wieder meinen Boost und ich booste wieder hier runter. Aber trotzdem werde ich wieder 6 Sekunden hinter ihm liegen wahrscheinlich. Mit dem ersten. Ich fahre ja auch jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem, ich sehe den ja nicht mal, den Blut da vor mir. Weit und breit nichts zu sehen von dem gesagten Gesicht. Und da vorne ist auch keiner, der wirklich das Leben schwer macht. Und ich komme auch nicht an ihn ran. Was ist da los mit dem Spiel? Extreme, ja. Extreme, wer denkt man? Das ist alles extrem hier. Nebel. Da ist auch keiner zu meiner Nebel. Nebel weiter. Kein Boost. Hättest du ja gerade richtig entspannt, Willen zu fahren, ne? Noch ist es hier entspannt anzufahren. Mein Auto ist auch voll repariert. Jetzt endet, das ist jetzt ein bisschen, also na, das ist langweilig so. Ich bin halt die Erste, ne? Das nervt mich gerade. Sollte ich das zu Ende fahren? Sollte ich es einfach wagen hier? Mit 2 Punkten durchs Ziel zu fahren, obwohl ich weiß, dass der Erste dann Erster ist oder wie auch immer. Kriege ich eigentlich Bonus, wenn ich den kaputt mache? Kriege ich dann Punkte dafür? Ich glaube es nicht. Ah ja, jetzt schießt es schon wieder nach. Das war mir ja schon ziemlich klar. Ah, hab ich da vorne irgendwelche. Ah! Hallo da vorne! Und einfach mal draufholzen, was das Zeug hier gibt. Lass ihn einfach mal treffen oder versuchen ihn zu treffen. Da muss doch was gehen, ey. Da muss doch was gehen. Ja, da geht was. Da geht was. Alles klar, ich habe ihn getroffen. Alles klar, ich habe ihn getroffen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich einen Knockout weiterfahren soll oder den ersten Platz hier versuchen soll, zu sichern. Also bis jetzt bin ich noch gerade auf dem Trip. Ich fahre einfach mal weiter und schaue, dass ich irgendwie hier durchs Ziel komme als erstes. Noch 2 Runden. Aber ich glaube, die werden mir das Leben nicht leicht machen hier, dieser Strecke. Aber ich habe auch ordentlich Power-Ups eingesammelt. Und jetzt, wenn ich Glück habe, kriege ich auch ein paar Boost-Upgrades. Dass mein Vorsprung ein bisschen ausbauen kann. Man weiß es nicht, weil gucken wir, da liegen aber ganz schön viele Minen rum. Weil ich hier stoße.
ein und natürlich treffe ich einen und war irgendwo gegen die Wand. Scheiße. Da musste ich resetten, aber ich treffe ihn. Juhu, ich treffe ihn, ich treffe ihn. Hat sie mich auch nicht zerlegt? Ja, hat sie. Komm. Den muss ich eigentlich komplett wegmachen, weil der Typ atmungslos ist. Weil der Typ eben vor mir ist. Ah, jetzt schießt mich übergeben. Wenn ich übergeben muss, mit der Himmel will. Ich werde grüßen. Okay, okay, letzten Fall. Das ist die letzte Verkurven. Ja, genau. Komm, fahr mir vorbei. Komm, gibst du schon rechts hin. Gibst du eine Runde vom Gas gehen. Komm, 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 komm. Eat that, du Sackgesicht. Ganz entspannt fahren wir mit 3 Sekunden Vorsprung auf den ersten Platz zu gehen. Und sammeln noch ein bisschen Fuß. Weil ich glaube, das könnte nachher wirklich brauchen. Das ist jetzt nachher, ich glaube, das war jetzt nicht sofort irgendwie. Ja, oh, jetzt war ich hier nicht mehr. Weil auf den letzten Metern hatten wir schon mal so ein, wie soll ich sagen, ein kleines Dilemma ja überholt hier. Friss die Rakete! Es gibt nur noch uns beide, Jedi Freak. Wir sind noch zu zweit. Jetzt kriegst du es aber richtig, ne? Jetzt wird es was Persönliches. Du und ich. Muss ich da rauskommen, ne? Okay, da vorne müsste doch jetzt wieder den Boost kriegen, oder? Täusch mich. Wir kriegen erstmal hier Energy. Haben hier den Boost. Puh, da hinter mir ist er schon. Ich sehe den gelben Punkt. Ich sehe den gelben Punkt hinter mir. Ich sehe den gelben Punkt hinter mir. Lass ihn vorbeifahren. Ja, ich lasse ihn vorbeifahren. Und brezel ihm ordentlich alle rein mit meiner Rakete. Das war wichtig. Wie, du schießt schon wieder auf mich. Dann nebeln wir halt ein bisschen hier. Wenn du meinst, du kannst hier auch auf mich schießen. Jetzt mal ordentlich Nebel ab hier. Haben wir das nicht gerechnet, ne? Aha, Smoke-Bonus, ne? Ja, schaust du blöd. Noch eine Nebelattacke hinterher. Die hat er aber leider nicht abbekommen. So, 0 Sekunden ist er hinter mir. 2 Kurven glaube ich noch. Eine diese Rechtskurve hier. Eine diese Rechtskurve, ja, ihr merkt schon, ich bin aber total im Mist, ich bin nämlich aufgeregt. Und dann noch diese Rechtskurve hier. Ein bisschen runter vom Gas und durchboosten, boosten, 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 boosten. Ja, verdammter Mist. Baby, yeah. Wie, der ist tot. Warum mache ich denn mit so einem Stress? Die sind alle tot. Kriegt keiner Punkte außer mir? Das wäre ja der Überburner. Continue. Da bin ich jetzt mal gespannt. Werden wir es endlich schaffen, nach wie vielen unzähligen Folgen endlich wieder ein Auto zu gewinnen, weiterzukommen, Erster geworden zu sein? Was ist das für eine Statistik? Ich verstehe es nicht. Congratulations, you've won the Feathered Banner Tournament. Yeah, wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir haben es einfach geschafft. Oh Gott, das ist eine lange Folge. Egal. Was haben wir bekommen? Wie? Ich habe nichts bekommen. Was ist da los? Wo ist mein Auto? Danke fürs Zuschauen. Und was da jetzt gerade passiert ist, ne? Das finde ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.